Zu einer Benefizveranstaltung zugunsten von Burgenländern in Not hat der Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz in seine Amtsräume geladen. An die 100 Gäste waren der Einladung gefolgt. Neben einer Geldspende und dem Kauf von Tombola-Losen hatten sie die Möglichkeit, von burgenländischen Künstlern gespendete Bilder zu ersteigern. Der Erlös kommt zur Gänze dem Sozialverein Burgenländer in Not zugute. Angie umrahmte die Veranstaltung im weihnachtlichen Ambiente musikalisch. Ich möchte Sie hier und heute recht herzlich begrüßen zu unserer Benefizveranstaltung von Burgenländer in Not. Mein Name ist Gertl Helmut, ich bin der Präsident des Vereines und werde Sie die nächste Zeit langweilen. Hoffe ich nicht. Ich werde Sie ganz kurz durch den Abend führen, werde dann das Buffet eröffnen, wir werden eine Tombola machen, aber zuerst ist es mir ein besonderes Bedürfnis, einige unserer Gäste zu begrüßen. Alles, was man mit dem Computer geschrieben hat, ist ja leicht zum Lesen. Alles, was man selber geschrieben hat, braucht man halt ein Brühen. Ein herzliches Grüß Gott unseren Gastgeber und Geburtstagskind vor zwei Tagen, unser Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Schön, dass du da bist. Als nächstes in unserer Runde möchte ich begrüßen unseren Nationalratsabgeordneten Robert Luger. Ich möchte Ihnen aber auch heute ein bisschen von uns erzählen. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen erzählen von Burgenländer in Not. Der Verein ist ein Sozialverein und stellt sich in den Diensten der Allgemeinheit, um unverschuldet in Not geratene Burgenländerinnen und Burgenländer zu unterstützen. Mit Lebensmittelgutscheinen. Warum mit Lebensmittelgutscheinen, werden sich einige fragen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass am Ende des Monats meistens genau für das Geld fehlt, für die Nahrungsmittel. Wenn Miete bezahlt ist, wenn Strom bezahlt ist, dann bleibt relativ wenig über und die Leute müssen vermehrt in eine hervorragende Institution gehen, die Tafel, aber trotzdem handelt es sich immer meistens bei unseren Klienten auch um Kinder. Getragen wird dieser Verein ausschließlich von Spenden und von Mitgliedsbeiträgen. Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, einfach zu helfen. Nicht, weil wir berühmt werden wollen, sondern des Helfens willen. Sehr viele in Armut lebende Menschen hier im Burgenland werden wir nie kennenlernen, werden wir auch nie treffen. Aber es ist unandingbar, dass man dadurch nicht abstumpft. Es gibt ca. 40.000 bis 45.000 Burgenländerinnen und Burgenländer bei uns, die in Armut leben. Und alle diese Menschen haben eine Familie. Alle diese Menschen haben Hoffnung. Alle diese Menschen und ihre Kinder haben Träume. Und ein jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Das sind unsere Mitbürger und das ist Grund allein genug, dass wir helfen. Es ist Grund allein genug, Verantwortung zu übernehmen und es möglich machen, dass diese in Not geratene Personen zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer jetzt zu Weihnachten haben. In diesem Sinne, liebe Gäste, wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Angehörigen und allen Burgenländern und Burgenländerinnen draußen im Land stille, besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass wir mit diesem Verein unser wunderschönes Land ein bisschen besser machen. Danke. Ja, danke schön. Herr Helmut, sehr geehrte Festgäste, ja, du hast sehr viel gesagt und wir wissen alle, dass das auch zutrifft. Und ich möchte mich speziell bedanken beim Vorstand, bei der Silvia Mehr, bei der Petra Pfarrkirchner, als Geschäftsführerin, bei der Inge, der versteckt sich auch da hinten, denn die haben wirklich Erstklassiges geleistet. Die Gerti Pfarrkirchner hat uns Schaumrollen wieder gemacht und solche Sachen. Nein, wirklich, man hat dann wirklich Erfolg und man fühlt sich dann wohl, wenn alle zusammenhelfen. Das ist halt einmal so. Und bin selbst wirklich begeistert,
wie sehr sich alle Mitglieder des Vorstandes in diesen Verein einleben. Die Petra kontaktiert mich jeden Tag, ne? Also jeden Tag dort und da und die Silvie. Und also man lebt quasi diesen Verein und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, denn jedes Mal, wenn irgendjemand zu mir kommt, sage ich, es gibt allerhand für Licht ins Dunkel Projekte, es gibt allerhand für Vereine, die Geld spenden und dort spenden und da spenden. Sagt er, was ist denn, heute ist wieder einer da, und ich sage, was ist denn der Unterschied da? Ne? Ich habe gesagt, bei uns, Burgenland in Not, gibt es nur Lebensmittelgutscheine. Und ich habe gesagt, boah, echt? Nur Lebensmittelgutscheine? Ich sage, ja, nur Lebensmittelgutscheine. Und ich glaube, das ist auch das Aushängeschild dieses Vereines. Und das ist auch deshalb sehr, sehr wichtig, denn wenn jemand wirklich in Not ist und dann zum Merkur, das ist deine Geschichte, oder zum Billa fährt und das Wagen anfüllen kann, den Kindern etwas mitgeben kann zu Weihnachten, Lebensmittel kaufen kann, wo sich die Kinder freuen, dass was zum Essen haben. Das ist genauso viel wert wie 2000 Euro im Bar. Wenn man gar nicht weiß, was es hängt. Deshalb ist das Aushängeschild dieses Vereines, die Situation mit den Lebensmittelgutscheinen. Ich möchte mich wirklich nochmal bedanken beim Vorstand. Ihr seid wirklich tüchtig, bin begeistert, dankt mir. Und desto mehr, als ihr hier immer erkundigt bei mir, desto mehr freue ich mich. Da geht was weiter und so. Aber es ist wirklich deshalb auch bemerkenswert, weil das auch sehr viel Anerkennung findet. Und lieber Helmut, du bist auch stolz auf die Geschichte, weil wir heute auch noch mit dieser Veranstaltung extra ein tolles Rahmenprogramm organisiert haben, mit dieser bezauberten Stimme, die Angie hat. Also ich freue mich schon auf ein paar tolle Melodien. Danke auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid. Danke, Herr Landesrat, dass du Zeit nimmst, obwohl du gesagt hast, du hast keine Zeit, du hast trotzdem Zeit. Danke, freut mich. Ja, ich wünsche euch wirklich einen schönen Ausgang. Jeder darf nicht mehr als 2 Ochtel trinken. Ja, darf das sein. Alles Gute. Führt am Fluss entlang zum See.